Leute und herzlich willkommen zurück zu Prey. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, als wir hier ja über die Wand hier raufgeklettert sind. Mir ist aber noch was in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich doch diese zwei Codes, wofür ich noch nichts gefunden habe. Und mir ist auf den Trichter gekommen, da unten ist doch noch ein Safe. Und den würde ich doch tatsächlich gerne mal überprüfen, sag ich mal so. Okay, das machen wir direkt nochmal. Weil das ist ja sowas von ungesund gerade gewesen. Keine Ahnung, wie es dazu übrigens kommen konnte gerade. Ist ja auch nicht so important. Bin ich gerade echt ins Feuer gelatscht nochmal? Na, nicht so wild. Was ich sagen wollte. Wir haben, wie gesagt, die zwei Codes. Und einer davon könnte eventuell hier dran funktionieren. Ne? Wir müssen nur schätzen. Achso, Code. Ich muss das sogar hacken. Okay, nee, dann. Oh. Dann ist hier nichts weiter machbar. Dann negiere ich meine Vermutung jetzt erstmal wieder. Dass da noch was drin ist. Na gut. Wieder, dann negiere ich meine Aussage natürlich wiederum, dass da was ist. Ne? Weil das ist ja dann logischerweise nicht so der Fall. Gut. So, hier oben wissen wir noch nicht, was hier ist, deswegen. Bewege ich mich vorsichtig und langsam voran. So praktisch, wenn der Nacken juckt gerade in dem Moment. Da liegt auf jeden Fall was. Ein Ersatzteile-Set. Eins. Fehlfunktion. Ist nicht so wild. Auf jeden Fall ist hier offensichtlich erstmal noch nichts. Wir könnten es reparieren, mache ich aber nicht. Der Seite schon mal nichts weiter.
Aha. Das Mimix? Das sind Mimix. So ist besser. Telefon. Ne, Telekonferenz, genau. Wir haben eine Pistole. Und die benutze ich doch auch direkt. Das ist doch ein Träumchen. Sonst noch hier irgendwas? Nöp. Wir haben allerdings auch nur 36 Schuss dafür, das heißt, wir sollten nicht allzu verschwenderisch damit umgehen. Ach, haben wir jetzt hier einen Durchgang erschlossen? Tatsächlich, wir haben dadurch einen Durchgang erschlossen. Ja, dann finde ich das doch gut. Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Wo auch immer du herkommst, danke, dass du mir was gibst. So, eine Banane. Gesperrt. Ein Zettel. Oh mein Gott, Hot Boss. Wow, wie stumpfsinnig. Okay, wir gucken mal in die E-Mail. Ah, Code geändert. Die Kerle von der Wartung haben das Keypad von meinem Büro vermurkst. Habe es auf 0451 zurückgesetzt, zurücksetzen lassen. Ich bin eine Ausführlich Weile in den angegriffen. Nominal. Sim Energielevel. La Nominal. Laboren. Aktoren. Nominal. Falls Sie also was Neigungswinkel. Fehler. brauchen, Bitte Techniker bedienen kontaktieren. Sie sich einfach. Huch. Näherungssensor. Neustart. Aha, okay, das ist der Code hier vor. Ja, aber irgendwas sagt mir, dass es nicht so nice ist, gerade dahin zu gehen. Deswegen. Sterne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Notizen. Personal, bitte räumen Sie diese restlichen Kisten so bald wie möglich in mein neues Büro in der Neuromod-Abteilung. Bewusstsein des Feuer in den Gleichungen. Das Feuer in den Gleichungen. Auszug aus Kapitel 1, das Buch Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen von Dr. Stuart Penrose. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das Subjekt Wesen von
Was? Wessen von Erfahrungen mein Innenleben wissenschaftlich erklärt werden, entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz der Universums ist? Jo. Schon wenn ich ein bisschen stammel beim Lesen, ich bin halt nun nicht der beste Leser. Hier ist auch noch eine Mail. Testobjekt. Silvian, ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit, hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schief läuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen sollten, sie ihr Büro vielleicht runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für sie und sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unser Erfolg gefeiert haben. Okay. Keine Ahnung. Das ist ja was hier. So alles schief gegangen ist offensichtlich. Ja, genau. Ist hier sonst noch was? Kann ich hier sonst noch was abstauben? Bisher sehe ich hier nichts. So, warte mal. Genau. Das will ich noch mitnehmen, wenn schon, denn schon. Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite, in der Hoffnung, dass wir da auch irgendwo durch können. Achso, warte mal, vielleicht sollten wir... Moment. Genau, ich habe ja auf... Ja, Vortaste auf meiner Maus gepackt. Dann essen wir die Banane auf jeden Fall. Und das hier. Was können wir denn noch zu uns nehmen? Ich würde sagen, den Apfel können wir mal genüsslich schnubbelieren. Und davon drei. Ach komm, was soll der Geiz? Machen wir alle leer. So. Ja, das sollte passen. Mal kurz Auto sortiert. Dann hoffen wir, dass wir nicht allzu schnell nochmal auf Gegner treffen gerade. So. Für und an sich. Chalice Division. Oh, ich habe kein Clou. Ich versuch's mit der Schrot. Wisst ihr, was ich vorher mache? Schnell speichern. Yo! Ich würde sagen, das hat funktioniert. Der Weltraumaufzug. Auszug aus dem Artikel Treppen in den Himmel von Dr. Angeline M. Allen. Mithilfe des Storchenturms des ersten
funktionsfähigen Weltraumaufzug konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnungen der Weltvereinigung der Raumfahrtindustrie, WVRI, wäre der Bau eines zweiten Weltraumfahrtaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigeren Plattform zu helfen, die Konkurrenz einer Wettbewerbsvorteil verschafft für die Betriebsfirma des Aufzugs, rechtfertigt die beachtliche Investitionsrisiken. Den Schutz dieser wirtschaftlichen Bereichs. Währenddessen ist die WVRI dazu übergegangen, aggressiv geeignete Standorte für die. Achso, ja, das hatten wir doch schon mal. Jetzt, wo ich fast zu Ende gelesen habe, ne? Ist mir gerade aufgefallen, dass wir den schon einmal hatten, den Text. So, da sind nochmal solche Bolzen. Friendstar aktuell unser Mitarbeiter im Fokus. Ah ja, hier Auszug aus dem vierteljährlichen erscheinenden Mitteilungsblatt Friendstar aktuell. In Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Kringer vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf der Talos 1 stationiert. Machen von Ihnen manche von ihnen dürften Harley Namen noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornados auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf die Talos 1 versetzt und ist seitdem mehr als 50 Mal hin und wieder zurückgereist. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit diesen Angst auseinanderzusetzen. Erläuterte Harley. Ob sie es glauben oder nicht, ein Shuttle-Flug zur Talos 1 ist wesentlich unproblematischer als in einem normalen Flieger über das Land zu fliegen. Okay. Das auf 1, das auf 2, das auf 3, das auf 4, das auf 5. Das auf 6. Genau. Achso doch, wir sollten vielleicht mal wieder speichern. So. Und jetzt gucken wir uns einfach etwas unvorsichtiger um. Ich sage ja auch nur etwas unvorsichtiger. Ah, komm. Okay, Munition. Und hier haben wir dieses komische Flexi vom Bolzen. Jägerin-Bolzenwerfer. Der Jägerin-Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden verursachen, ganz wichtig. Er ist jedoch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter und Bildschirme aus der Ferne zu betätigen. Benutze Maustaste 1 zum Abfeuern der Spielzeugwaffe und R zum Nachladen. So. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nur rein dafür da, um halt, ja,
quasi ein bisschen Unsinn zu treiben. Unter anderem. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung, Neuromods sollten nur unter Kontrolle... Achso, ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Genau. Das hatten wir schon in unserem Apartment. Ich vergesse immer, dass man die Schränke auch durchsuchen kann. Warum überhaupt? Also warum vergesse ich das? Ich meine, das ist doch das Mitwichtigste eigentlich fast schon. Neuromod. Gleich 4 Stück sogar. Vertriebsmappe. Vertriebsmappe. Auszug aus einem internen Trainstar-Memo zu Vertrieb und Marketing von Peter Loney. Hier gestohlene Neuromods übrigens haben wir gefunden, ne? Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen um die Nebenwirkungen machen müssen. So wie ich das verstehe, ist das doch nur ein kleiner Pixar, oder? Es sieht furchteinflößend aus, aber wenn wir einige der attraktiven Vorteile von NMS, Neuromods, per Werbung in den Vordergrund rücken könnten, würde sich auch die Öffentlichkeit Aufmerksamkeit entsprechend öffentliche Aufmerksamkeit, sorry, entsprechend verlagern. Diese Sache mit den roten Augen beunruhigt mich auch nicht sonderlich. Ich bezweifle, dass eine einzige Person aus dem öffentlichen Sektor so viele NMS, Neuromods, auf einmal in die Hände kriegen kann, nicht bei diesen Preisen. Wesentlich besorgniserregender finde ich allerdings diesen Bericht über Gedächtnisverlust beim Entfernen von Neuromods. Amnesie ernsthaft. Wir können das Gehirn einer Person neu vertraten, jedoch jede gewünschte Fähigkeit geben, aber wir können nicht verhindern, dass ihr Kopf auf den Augenblick zurückgesetzt wird, indem sie den Scheiß installiert bekam. Wenn wir es wieder entfernen, wenn das rauskommt, gehen die Neuromods-Verkäufe in den Keller, egal ob man spezielle Geräte und eine entsprechende Ausbildung dafür benötigt. Niemand will die Gefahr eingehen, Jahre seines Lebens zu verlieren, nur um Französisch zu lernen. Das darf nicht mal im Kleingedruckten stehen. Was den Kunden angeht, sind Neuromods permanent. Ja. Wollte ich auch mal sagen. So, was steht denn hier? Ja, hier geschulden Neuromods, Ziel abgeschlossen, ne? So, Export. Man kann das nicht nach Hause schicken. Das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn, dann ist es vergessen. Oh, gut. Aber, da wir jetzt gerade Neuromods gekriegt haben, und zwar ganze 4 Stück, gehe ich doch tatsächlich mal auf Hacken. Und zwar, warte mal, wie viel brauche ich denn hierfür? Mindestens 4, das heißt, ich muss noch eine Neuromod dann gleich wieder finden. Hacker 1, erforderliche Neuromods 1. Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Boah. Nehmen wir doch. So, Hacken 2, dafür muss ich noch eine Neuromod finden. Du umgehst Computer- und Robotersysteme Sicherheitsmaßnahme der Stufe 2. Das heißt, da warte ich noch kurz drauf, dass ich noch einen zweiten Neuromod finde. Und dann geht's auch dafür an den Safe. Ne? Hab ich auf der Seite schon... Nö. Achso, genau, hier sind ja auch noch Schränke. Nope. Nope. Diese Schränke gelten nicht als Schränke. Okay. Da ist nichts drin. Da ist noch Blume. Gut, dann sollte ich mal... Oh. Da einen Schluck trinken und... Ach nee, ich wollte ja auf der anderen Seite raus, weil... Genau. Eine Art Schnittstelle zu erschaffen. Ach ja, da war ja was. Keine passende Schlüsselkarte. Dang it. Okay, dann muss ich da wohl noch drauf verzichten, auf die Möglichkeit, da rüber zu gehen.
Aber für den Anfang, wenn man so überlegt, ist das doch schon mal ganz cool. Wir speichern natürlich nochmal. Mal gucken, wo ich jetzt hier rauskomme. Ja, okay, da käme ich dann raus, wo ich rauskommen möchte. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Ich bin gut. Was wollte ich jetzt gerade? Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Wir können ja wieder schnell hoch. Das ist ja das Gute jetzt inzwischen. Ja gut, wir können jetzt erst ein Stufending hacken. Das ist ja auch nichts weiter, ne? Ja, genau. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Genau. Einmal kurz nachgedacht, schon weiß man es wieder. Den kann ich jetzt zum Beispiel hacken, ne? Aber ich habe jetzt noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier den ganzen Müll entsorgen. War es das? Das war's, ne? Ja. Recyceln bitte. So. Warte, ich kann nichts rauflegen. Ich dachte, ich kann so rauflegen und dann, ne? Aber nee. So, hier war sonst auch nichts weiter, ne? Ich habe hier auch alle Schränke kontrolliert. Ich habe auch überall drauf geguckt, ne? Ist halt wirklich... Man guckt dann Guten doch noch... Guten Morgen, Talos. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. So, hacken. Die Hackerfähigkeit ermöglicht dir Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützen zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeit kannst du Robotersysteme wie Geschütze und Operatoreneinheiten hacken. Benutze zum Hacken ein System wie ASD, um schnell durch den Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, drücke die erforderliche Taste, um das Hacken abzuschließen. So. Wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Recycle-Ladung. Wenn eine Recycle-Ladung explodiert, zerlegt sie die Moleküle, lare Struktur von Objekten in der Nähe in Recycle-Materialien. Dein Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, eine Recycle-Ladung zu nahe zu kommen. Mit Maustaste 1 kannst du Recycle-Ladung werfen oder sie anstatt stationäre Objekte befestigen. Okay. Ich muss leider hier rein. Und noch eine Neuromod, glaube ich, gefunden gerade. Nee, Psi.
Super. Okay, warte mal. Was haben wir jetzt eigentlich gerade alles gefunden? Ja, hier Zyhyper. Keine Chips verfügbar. Anflugchips haben wir. Strahlungsschild haben wir installiert. Und Thermalschild können wir auch mal installieren. Dann sind wir ein bisschen geschützt vor, ja, Verbrennungen. Davon und davon zwei. Euromods haben wir nach wie vor nur die, die ich da habe. Ich gehe nochmal hier einmal recyceln. War sonst noch was? Nein. Nee, gut. Weil es gerade richtig sehen, dass ich 8 Recycle-Granaten habe. Das muss ich mal nachprüfen. Ach nee, die ist auf 8 platziert, okay. Aber jetzt möchte ich das mal ausprobieren direkt. Und deswegen lege ich so viel wie möglich an Ort und Stelle. In der Hoffnung, dass da durch viel in, ja, Material zerlegt wird. Pack sogar den dahin. So, am Ende stellt sich dann so heraus, es funktioniert einfach nicht. Ja. Aber ich meine, bei Sticks zum Beispiel konnten wir mit so einer Auflösding, also ein Fass, immerhin auch alle Sachen entfernen, ne? Falls ihr euch erinnert. Also vielleicht funktioniert das ja hier trotzdem auch so nach dem Prinzip. Tut mir natürlich um meine Kollegen leid, die hier dann auch gleich in Material verwandelt werden. Sofern es dann auch funktioniert. So, dann würde ich sagen, einmal speichern und wir wählen die Granate an. So. Der grüne Punkt. Du hast mindestens 20 Objekte mit einer einzelnen... Konnte ich gar nicht so schnell lesen. Aber wir haben hier echt sehr viel verarbeitet. Dass die halt aber so eine Saugkraft hat, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber viel ist tatsächlich nicht übrig geblieben. Aber der Raum ist doch schon mal viel sauberer dadurch. Ja, cool. Also brauchen wir das noch nicht mal zusammenräumen. Die saugt das alles, so alles ein. Ich lade nochmal. Ich gucke währenddessen nochmal in die Errungenschaften, by the way, zumindest in die Spielübersicht. Du hast mindestens 20 Objekte mit einer Ladung recycelt. Ja. So, also. Genau. Das finde ich sogar besser. Ja, das ist cool. Hier steht nämlich noch der Billardtisch, nämlich noch. Na gut, dann können wir das hier auch so machen, Denise, ne? Was sagt jetzt überhaupt mein Inventar? Was ist das denn? Zieh wieder her.
Was hat denn mein Status überhaupt? Keine aktuelle Status. Also alles in bester Ordnung. Ja, Materialien haben wir. Was ist das? 9mm Munition. Anzugreparatur. 25. Nein, brauchen wir noch nicht. Gesundheit haben wir voll. Ja, dann machen wir auf jeden Fall jetzt hier schnell speichern. Und gucken dementsprechend nochmal hier weiter. Ich meine, gut, ich vermeide gerade irgendwie die Story. Warum auch immer. Aber ich finde ja auch so viel. So viel Nützliches vor allen Dingen. Müsst ihr mal überlegen. Okay, wir können hier uns frei bewegen offensichtlich. Da ist noch eine neue Mod. Perfekt. Dann haben wir jetzt Hacken 2 tatsächlich. Und wir haben einen Chipsatz. Mal sehen, was haben wir denn gekriegt? Rückstoßreaktor. Rückstoß kann Schaden auf den Angreifer zurückwerfen. Verleiht Resistenz gegen Feuerschaden. Okay, brauchen wir es nicht. Aber wir holen uns jetzt tatsächlich den angesprochenen Hack Nummer 2. Ne? Weil damit können wir unten den Safe öffnen und eventuell bringt uns das tatsächlich auch etwas. Ne? Falls ihr euch entsinnt. Ich brauche unbedingt noch mehr solcher Granaten. Das wäre mega cool, hier noch mehr dabei rauszubekommen. Okay, ein alter PC-Lüfter. Sonst war jetzt hier gerade nicht, ne? Okay. Finde ich gut. Ich wiederhole übrigens nochmal meinen Gedankengang, dass ich halt erstaunt und erfreut bin darüber, dass ich keinen Fallschaden gekriegt habe, als ich hier so runtergerauscht bin. Das hätte nämlich noch schlimmer ausgehen können und dürfen. Also, ja, dürfen nicht, aber können. So. Warte, wie schaut's hier aus? Da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Okay, da geht nichts. Aber hier können wir uns durchhacken. Und oha. Ah, ouch. Okay, ich war nicht drauf vorbereitet, bin ich ganz ehrlich. Ouch. Ich krieg wieder eine gewichst. Ouch. Okay, vielleicht sollte ich mal eben schnell speichern. So. Ach, scheiße, und dann gibt es auch noch eine andere Taste. Schnell laden. Das ist unfair, wenn dann auch noch eine. Da steht so, ja, ja, drück mal die Taste statt die. Das hätte man ja auch mal einen sagen können, dass hier die Taste einfach mal so spontan auch wechselt. Y. F. Ha! Meint doch, alle guten Dinge sind eigentlich 3. Ja, und da kriegen wir wieder 4 Neuromods. Und Waffen-Upgrade.
Gut, ich finde, die 4 neue Mods, die habe ich mir auch reglich verdient dafür, dass ich auch 4 ausgeben musste, um überhaupt Hacken 2 freizuschalten. Ne? Ganz wichtig. Und wir haben ein, ja, Waffen-Upgrade-Mod. Die stecke ich tatsächlich. Ich muss die Taste verwenden. Ja, die stecke ich tatsächlich in die Schrotflinte. Oder warte mal, Feuerkraft. Feuerkraft. Nee, komm, die Schrotflinte, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ne? Ah, okay. Ach so, Feuerkraft können wir noch nicht. Wir müssen erst die anderen. Rückschuss, Munitionskapazität, Nachladung. Wir gehen mal auf Munitionskapazität. Finde ich schon ganz wichtig. Und ich gehe mal von aus, wenn die Waffe die ersten Punkte komplett durch hat, ne? Oder nee, hier erfordert Waffenschmiede 1. Okay. Kriegen wir auch noch hin. Neuere Mods können wir aber mal gucken. Reparatur 2 erfolgreich, neue Mod 4. Du benötigst Ersatzteile, um defekte Geschütze, Operator-Einheiten und Verteilerkästen zu reparieren. Erhöht Effizienz mit Ersatzteilen und Anzugreparatur. Ja. Erforderliche neue Mods. Du erhältst Ausrüstung in dein Inventar in Ersatzteilen. Und erhältst Ersatzteile von zerstörten Operatoreneinheiten. Ja. Was ist das denn hier? Erforderliche neue Mods 3. Erhöht den Ertrag von. Na. Reduziert die Ausdauerkosten von. Ja. Sicherheit. Schusswaffe. Erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120 und die Crit. Trefferchance auf 6%. Wir gucken mal auf jeden Fall noch durch. Na gut, also hier war jetzt nichts weiter drin, ne? Genau. Ich gehe aber mal zurück, weil mir fällt gerade ein. Ja. Mir fällt gerade ein, dass wir da ja auch noch eine Tür hatten, die wir nicht geöffnet gekriegt hatten. Da fehlt uns der Code. Allerdings kriegen wir den Code ja auch immer noch nicht. Aber jetzt mit Hacken Stufe 2 könnte ja sein, dass wir da rankommen. Ne? Oh Leute, ich muss aber mal einen Cut machen. Wir sind bei 43 Minuten. Ich gönne euch das. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao. Tschüss.